AR. Ja. Blockchain und Spülmaschine. War ja schon ziemlich cool. Aber was hat Fußball mit der Blockchain zu tun? Puh. Ich glaube, damit kann man ganz gut Public- und Permission-Blockchain erklären. Also bei der Public-Blockchain wäre es so, da ist die Fankurve, da kann jeder rein. Es ist anonym, man kennt die Leute nicht, die da drin sind. Man sieht sie natürlich aber. Und wenn jetzt irgendjemand was tun will, ein Bier trinken oder Pyrotechnik abfeuern, dann müssen 51% zustimmen, dass es okay ist. Ja. Das gestaltet sich natürlich, wenn man sich das mal vorstellt, so eine Fankurve, extrem schwierig, zeit- und kostenintensiv. Im Gegensatz dazu, die Permission-Blockchain wäre die VIP-Loge irgendwie, wo Invitation Permission Only ist, also nur mit Erlaubnis und Einladung. Und dort ist es so, da kennt ja jeder jeden. Das heißt, um rauszufinden, wer darf was, das ist ja deutlich effizienter, deutlich schneller. Und das ist auch genau das, was im Enterprise-Kontext ja gefragt ist, im Vergleich zu so einer Public-Blockchain. Und ich glaube, das ist dann der große Unterschied, wenn man sich vielleicht gut merken kann oder auch jemand anders gut erklären kann. Wenn ihr noch mehr rausfinden wollt über Blockchain oder auch über Fußball, meldet euch gerne bei mir.